Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und heute möchte ich euch über meinen Amerika-Urlaub ein bisschen was erzählen, beziehungsweise euch das Spannungssystem oder das Stromversorgungssystem in den USA ein bisschen näher kommen. Und das Video soll euch helfen, vielleicht so ein paar kleine Hürden oder so oder Fauxpas in den USA zu vermeiden, die mir beinahe passiert werden, sage ich jetzt mal so. Ja. Ich sitze heute ein bisschen weiter hier drüben, weil ich werde diesen Bereich hier drüben ein bisschen brauchen. Ich werde da ein paar Fotos machen müssen, weil ich kann euch nicht alles, was ich hier habe, in die Kamera halten direkt. Das wird eher wahrscheinlich nicht gehen. Die meisten von euch werden wissen, dass die USA logischerweise mal andere Stecker hat wie wir. Ja? Damit möchte ich anfangen. Und zwar haben die Amis hier so ein System, das heißt, das sieht jetzt ungefähr so aus, das ist die zwei Nasen, das ist jetzt ungefähr vergleichbar mit dieses beiden zwei Nasen System hier. Wie gesagt, ich mache mal Fotos, vielleicht denke ich da rein. Das ist mit diesem normalen flachen Schuko-Stecker hier vergleichbar. Wir haben also hier einmal eine Phase und einmal Nullleiter und im Prinzip ist das hier dasselbe. Und ihr kennt ja, wenn der Dieselstecker da in die Steckdose steckt und das ist vielleicht, das schlackert ein bisschen hin und her. Und dieses Teil, das ist so ein ganz einfacher, hat in New York 8 Dollar gekostet, weil ich keinen eigenen hatte. Das ist ein ganz einfacher Weltstecker und man steckt im Prinzip, wenn man hier diesen Schnuffi hier vorne hat, steckt man den hier rein und das hält recht gut, muss ich sagen. Das andere ist wohl für... Die anderen Löcher sind wohl für andere Länder gedacht. Aber das Problem ist, dass wenn man nur diese beiden dünnen Metallnasen hier hat, das hängt wie ein Rattenschwanz da drin. Also das ist grausam. Ja? Also ihr müsst gewahr sein, dass wenn ihr irgendwo ein Handyladegerät oder irgendwas ransteckt, dass das wahrscheinlich ein bisschen aus der Wand raushängen wird. Ich gehe mal ein bisschen hier rüber. Da mache ich mal ein Bild. Ich habe das mal fotografiert in New York. Also ist nicht besonders schön. Dann gibt es die normalen Schuko-Stecker. Also das sind dann quasi die, ne, die kennt ihr eh. Also zwei und dann haben wir hier eine Erde. Das gibt es in Amerika auch. Und das ist dann dieser Stecker hier. Das ist im Prinzip der gleiche wie der. So rum. Außer, dass der hier nochmal eine Erdung hat. Ja. Und warum habe ich zwei? Nun, das ist dieser Adapter. Und das, was wir hier haben, ist ein Transformator. Also ich bin hier in die USA geflogen mit diesem Teil. 2017, jetzt 2018 nur noch mit diesem Teil. Und wir haben hier die Möglichkeit bis 120 Volt, das ist jetzt das amerikanische Spannungssystem, auf 230 Volt, das europäische Spannungssystem, umzuwandeln mit einer Maximalleistung von 100 Watt. So. Das heißt, das Ding in die amerikanische Dose, dann fängt das Ding an zu brummen. Ne, ist ein Transformator drin, ist auch recht schwer. Ist halt blöd beim Transportieren im Flugzeug, weil geht ja alles aufs Gewicht. Du darfst ja nur 23 Kilo mitnehmen. Und dann kannst du hier wirklich alle Geräte anstecken aus... Witzig so. Möchte ich. Naja. Es ist Sommer. Seht es mir nach. Und es ist auch nicht mehr so kühl im Keller. Das ist... Naja. Ich brauche vielleicht hier einen Ventilator. Einen solarbetriebenen Ventilator. Also man kann hier dann bedenkenlos alle Geräte bis zu 100 Watt dranhängen. So. Und dann ist mir das ehrlich gesagt zu schwer. Und jetzt ein kleiner Reisetipp. Ihr schaut bitte auf eure Gerätschaften, die ihr mitnimmt, drauf. Und fast alle, wie dieser USB-Adapter hier, der hat hier unten einen Kleber. Ich versuche es zu fotografieren und dann wieder einzublenden. Und ihr schaut euch bitte das vorher an. Und hier unten steht jetzt, das aber mal schauen, Input, also das, was quasi hier rauskommt, reinkommt. Steckt das so an, dann habe ich die Leitung. Input 100 bis 240 Volt.
Die Amerikaner haben 110, typischerweise 110 oder 120. Also wenn ihr 230 Volt bei uns lest, das da kann zwischen 210, 220, 230, 240, so, das schwankt. Also im Idealfall sind es 230, aber wenn du mal was mit 220, das geht trotzdem, ja, meistens. Können die Geräte heute auch relativ gut ab. Aber dieser Adapter kann tatsächlich von 100 Volt bis 240 Volt steckst du an, passt. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt nur ein USB-Gerät mitnehmt, wenn ihr nur ein USB-Gerät mitnehmt, und dieses USB-Gerät kann sowieso, gib mir, ja, und ich mache daraus die 5 Volt USB oder die 9 Volt USB, wenn ihr Fast Charge habt, dann braucht ihr überhaupt nichts, dann reicht euch dieser Stecker. Punkt. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Ja? Also ihr steckt das an und das wird folgendermaßen erreicht. Hier drin ist ja dieser Spannungswandler und dieser Spannungswandler nimmt whatever da kommt und macht 5 Volt daraus oder 9 Volt. Und diese Technologie ist also darauf ausgelegt, dass hier 5 oder 9 Volt oder es gibt glaube ich sogar super fast charge, wo dann 12 Volt rauskommen, aber es wurscht. Nimm was auch immer da kommt und schieb da die Spannung wieder raus. Ja? Und das geht eingeschränkt sogar bei Handy sage ich schon, Laptop-Netzteilen. Bei diesem Laptop-Netzteil steht zum Beispiel drauf, wie gesagt, ich mache wieder ein Foto, Input 100 bis 240 Volt bei 1,5 Ampere. Also, wenn wir jetzt das amerikanische System nehmen, dann hätten wir also 100 oder 110 Volt mal bei 1,5 Ampere. Da kann ich ja über 100 Watt rausziehen und das Netzteil hat einen Maximal-Output von 90 Watt. Also das nimmt es nicht mal. Ja? Fest steht, dass ich mit diesem Laptop-Netzteil und mit diesem Handy-Netzteil überhaupt keine Spannungstransformation brauche in Amerika. Brauche ich nicht. Machen die schon. Hier steht dran, gib mir. Und der wandelt das schon passend um und aus dem Kabel kommt dann eben genau der passende Strom für den Laptop raus. Aber wenn ihr genau das eben nicht habt, also wenn ihr ein Gerät habt, was das nicht kann, ja, was passiert denn dann? Ja, dann habt ihr die klassische Unterspannungsversorgung. Also im Prinzip, euer Gerät würde 230 Volt erwarten, kriegt aber nur 110 Volt. Ja, jetzt kann es funktionieren oder kann auch beschädigt werden. Und deswegen, weil ich letztes Jahr noch andere Geräte hatte, habe ich mir diesen Transformator mitgenommen, der eben den dollen, ja, europäischen Strom, sage ich jetzt mal, simuliert, der eben die amerikanische Spannung macht. Ja, Stecker an die Wand, Spannung raus. Und hier könnt ihr dann auch empfindliche Geräte anschließen. Da ging es ganz speziell um diese Kamera, wo auf dem Netzteil das so auf den ersten Blick auch überhaupt nicht ersichtlich war, was sie kann. Ich habe dann jetzt dieses Jahr gesagt, komm, wir nehmen jetzt das Handy mit oder die Handys mit und die Kamera wird das schon hoffentlich bringen und fertig, aus, Ende. Und später dann habe ich in der Betriebsanleitung auch noch rausgelesen, dass es das auch wirklich kann. Also es ist alles gut gegangen. Ihr seht ja, ich filme ja noch mit dem Teil. Und deswegen konnte ich dieses Jahr dieses Teil dann zu Hause lassen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es habe, weil in dem Moment, wo ich eben mal Gerätschaften da mitnehmen müsste, die das nicht können, dann habe ich halt diesen Spannungswandler, so lange kommt er halt in den Schrank. So teuer war das Teil jetzt nicht. Genau. Das soll es erstmal zu den Steckern gewesen sein. Wie gesagt, passt auf eure Geräte auf, schaut einfach nach, was können die. Habt ihr so ein Gerät, 100 Volt bis 240 Volt, alles klar, kauft euch einfach so einen Reisesteckerli, so einen ganz einfachen da. Müsst ihr halt schauen, dass der nicht so aus der Wand raushängt. Und ansonsten müsst ihr euch halt einen Spannungswandler kaufen, weil die halt wirklich ein ganz anderes Stromnetz fahren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.